Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu den Verse News am Samstag, dem Format mit dem wöchentlichen Rückblick zu den Neuigkeiten über Star Citizen. Die aktuelle Live-Version ist die Alpha-Version 3.22.1. Die Tech-Preview ist mittlerweile in Wave 1. Hier liegt der Fokus immer noch auf dem statischen Server-Meshing und das EPTU ist bei den Evocatis. Hier gibt es von Zeit zu Zeit mal einen 4 bis 5 Stunden-Patch, der aber meistens nachts ist und somit für die deutsche Community fast nicht erreichbar. Bevor es losgeht, kommen wir zu kurz und knackig. Hier nur die Information, dass aktuell immer noch die Overdrive-Initiative läuft und mittlerweile die Phase 3 eingetreten ist. Hier geht es hauptsächlich um einen etwas größeren Raumkampf gegen Hammerheads und das in 5 Wellen. Wenn ihr da Bock drauf habt, das alleine nicht bewältigen könnt, dann kommt in den Reststop auf Discord und dort werden wir das am Mittwoch gemeinsam im Livestream erledigen, sowie die anderen beiden Phasen, falls ihr sie noch nicht habt. Ja, und dann geht es wahrscheinlich, so wie es aussieht, von Woche zu Woche in den Phasen weiter, bis wir dann letztendlich die F7A, das Upgrade für die F7C, freigespielt haben. Weil diese Frage des Öfteren kam, möchte ich sie an dieser Stelle auch einmal beantworten. Was ist, wenn ihr die F7C auf die F7A abgegradet habt und dann das ganze Schiff einschmelzt? Was ist dann mit der F7A? Ja, die F7A ist dann weg. Ihr bekommt, wenn ihr euch die F7C aus dem Buyback zurückkauft, die F7C wieder in euren Hangar, aber der Token für das Upgrade auf die F7A ist somit futsch und kann auch nicht durch den Support wieder geordert werden. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr das Upgrade nutzt, dann ist das eine einmalige Sache und da solltet ihr das Schiff, wenn ihr es denn behalten möchtet, auf jeden Fall nicht einschmelzen oder auf ein anderes Schiff upgraden. So, was habe ich euch heute noch mitgebracht? Als allererstes schalten wir rüber nach New Babbage in den Microtech Tower zu unserem lieben Korrespondenten Kahn. Der hat das Star Citizen Live von letzter Woche mit dem Thema Character Customizer ins Deutsche für euch zusammengefasst und übersetzt. Dann gehen wir ins Inside Star Citizen von dieser Woche und ganz zum Schluss werde ich den Gewinner der zweiten Runde des Lunar New Year 2024 Community Giveaways bekannt gegeben. Hier hat sich der erste Gewinner nicht gemeldet und deswegen habe ich einen zweiten Gewinner aus dem Lostopf gezogen. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss gibt es dann von mir noch eine kleine Osterüberraschung in Klammern, will ich mal sagen. Es ist nur ein Sneak Peek von etwas, was eventuell auch mit der 3.23 kommt, was durch Cloud Imperium Games nur durch ein ganz kurzes, ja, sagt man noch Twitter? Oder sagt man jetzt X? Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Video gepostet wurde. Macht euch selbst eine Meinung. Ich find's geil. Aber das, wie gesagt, da müsst ihr ganz zum Schluss dranbleiben. Dann gibt es da dann noch den ein paar sekündigen Sneak Peek. Wir schalten aber nun rüber nach New Babbage in den Microtech Tower zu unserem lieben Korrespondenten Kahn. Herzlichen Dank, Sitko, und hallo zusammen zu einer neuen Folge Star Citizen Live. Ja, und es ist soweit. Der neue Character Customizer ist fast im Spiel. Ihr habt alle schon die Videos dazu gesehen. Es gab schon einiges dazu, was wir gehört haben. Und dazu gab es jetzt ein Q&A. Am 22.03.2024 gab es ein Star Citizen Live mit dem Thema Q&A Character Customizer. Gastgeber wie immer unser beliebter Community Content Manager Jared Huckabee. Und als Gäste waren dabei diesmal, ja, ich würde mal sagen so, verstreut aus den Landen. Wir hatten einmal Forrest Stefan aus LA, Andre aus Montreal und Jacob und Gabriel aus Manchester, wo ja auch die diesjährige CitizenCon stattfinden wird. Aber dazu habe ich am Ende der Sendung noch ein bisschen was zu sagen. Wir machen jetzt erstmal die Star Citizen Live-Folge. Wie schon gesagt, ist ja schon einiges bekannt über den neuen Character Customizer, der da ins Spiel kommen wird. Da gab es im Q&A einige Fragen. Ich habe euch das Ganze mal ein bisschen zusammengefasst, weil es ja schon wirklich einige Infos gibt, die ihr alle schon wisst. Nichtsdestotrotz sind bestimmt einige Sachen dabei, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Okay, legen wir los. Zu Beginn hat Jared gesagt, dass es im Spiel einige Köpfe, also es wird ja neue Köpfe geben, im Hintergrund geben wird, die geheim sind, auf die ihr irgendwie zugreifen könnt. Mehr wurde dazu wirklich nicht gesagt. Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, was er darüber weiß, aber vielleicht gibt es ja so einige Easter Eggs an Köpfen, die es im Spiel dann geben wird. Es gibt ja einige Spiele, wo bekannte Darsteller aus Film und Fernsehen und so weiter kommen. Ich kann euch nichts Genaues dazu sagen, wir werden sehen. Was uns aber auf jeden Fall zur ersten Frage bringen wird, wie viele Köpfe wird es dann im Spiel geben? Und hier werden wir wirklich insgesamt 60 Köpfe im Spiel haben, auf die ihr dann zugreifen könnt, mit denen ihr arbeiten könnt.
Weiter wurde dann gefragt, wie es denn mit dem Alter der Köpfe ist. Und hier ist es so, dass ihr wirklich jeden Kopf anpassen könnt, der im Spiel kommt. Ob ihr ganz jung ins Spiel gehen wollt oder als alter Opa, sage ich jetzt mal, das liegt ganz an euch, wie ihr es gern haben möchtet. So könnt ihr die 60 Köpfe bearbeiten, das ist gar kein Problem. Ja, und da unsere Community wirklich weltweit vertreten ist, also in allen Ländern auf der Welt kenne ich Star Citizen Spieler, ist es ja auch so, wie ist es denn mit den Hauttönen, die wir im Spiel haben können? Und auch dahingehend werden wir sehr, sehr viele verschiedene Hauttöne bekommen und ihr könnt diese auch mischen. Also jetzt mal persönlich auf mich bezogen, ich habe die ganze Zeit mit dem Char gespielt, den habe ich mir ganz schnell erstellt, weil es nie die Möglichkeit gab, das irgendwie abzuspeichern, habe ich mir das so ein bisschen gemerkt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, wirklich ins Detail zu gehen und ich denke, viele von euch, wie ich auch, werden versuchen, einen Charakter zu erstellen, der so ein bisschen so aussieht wie ihr selbst. Also das ist so mein Plan. Ich weiß nicht, wie ihr das handeln möchtet, aber das ist so angedacht, für mich auf jeden Fall. Dementsprechend habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, den Hautton so anzupassen, dass er auch wirklich zu euch passt. Natürlich wurde auch gefragt, ob das wirklich mehrmals die Möglichkeit gibt, seinen Charakter zu verändern. Und das haben sie gesagt, ja, könnt ihr wirklich machen. Ist ja auch jetzt die Möglichkeit, ihr könnt ja jedes Mal euren Charakter anpassen. Also wenn ihr ins Spiel kommt und der Meinung seid, ihr müsstet jedes Mal einen anderen Charakter haben, könnt ihr das machen. Wer das will, kein Thema. Ich für mich werde, naja, wie viele andere auch und wie Sitko auch gesagt hat, eine Menge Zeit damit verbringen, bis ich meinen richtig geilen Charakter rausgefunden habe und erstellt habe. Und den werde ich dann auch ja, weiter benutzen. Gefragt wurde jetzt aus der Community, wie es denn aussieht mit der Fertigstellung des Systems und sie geben wirklich jetzt bekannt, ja, das Ding ist fast fertig. Also es wird auf jeden Fall demnächst kommen und es ist auch schon so gut wie alles gemacht. Dementsprechend das, was ihr in den Videos gesehen habt, das könnt ihr machen. Lila Haare, blaue Augen, roter Mund, alles kein Problem. Natürlich haben sie noch hinzugefügt, dass auch weiterhin an dem System gearbeitet und verbessert wird. Es wird auf das Feedback der Community gewartet, wie das Ganze läuft. Sie gucken sich das im Spiel an, wenn dann wirklich alle Spieler online das Ganze benutzen werden. Und dann im Nachhinein natürlich festzustellen, ja, da müssen wir noch ein bisschen was arbeiten, das müssen wir noch ein bisschen verbessern. Aber das läuft. Weiterhin wurde gefragt, wie es denn nun mit der Sicherungsdatei unseres Charakters aussieht. Und ich finde das eine sehr interessante und wichtige Frage, weil ich habe mir das schon über die ganzen Jahre, wo ich bei Star Citizen dabei bin, gewünscht. Ja, wie wäre es denn nicht geil, wenn wir eine Datei hätten, wo wir unseren Charakter abspeichern können, damit wir nicht jedes Mal ins Menü müssen, das Ding wirklich peu à peu ja, erstellen, sondern dass wir eine Datei abgespeichert haben. So soll unser Charakter aussehen. Und wenn es mal ein Vibe gab oder sonst was, oder ihr müsst das aufgrund eines Charakter-Resets irgendwie zurücksetzen, ihr könnt auf eine Datei zurückgreifen, die wird es geben. Was auch die nächste Frage der Community in den Raum geworfen hat, wie sieht es denn aus mit der Sicherung dieser Dateien, dass nicht irgendjemand auf unsere Dateien zugreifen kann? Und hier wurde auch gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt schon Hacks im Spiel gegeben hat, sind sie sehr bemüht, dem Ganzen dagegen zu wirken, dass halt wirklich nicht die Möglichkeit besteht, dass andere Spieler auf eure Datei zugreifen können. Sie soll wohl wirklich gesichert sein, so dass euer Charakter nur für euch verfügbar ist und dass nicht irgendjemand euer Account hackt, eure Daten runterlädt und dann als euer Charakter durchs Verse rennt und irgendwelchen Mist macht. Da muss ich jetzt ganz kurz dazu sagen, ich finde das immer schade, wenn so Spiele rauskommen, vor allem wenn es Online-Spiele sind, dass dann wirklich Spieler gibt, die sich irgendwie reinhacken, irgendwelche Hacks benutzen und irgendwelche Sachen machen, die eigentlich gar nicht möglich sind, nur um da irgendwie voranzukommen. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Ich würde sowas niemals machen. Ich kann auch den Antrieb dieser Leute wirklich nicht verstehen. Aber sie sind auf jeden Fall dabei, das Ganze wirklich einzudämmen, sodass wir wirklich sicher sind mit dem Spiel, das wir haben werden, dass keine Hacks im Spiel kommen, was auch den Character Customizer angeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie es so umsetzen können. Weiterhin wurde von der Community gefragt, wie es denn aussieht. Können wir den Charakter mit verschiedenen Gesichtsausdrücken vorher in einem oder in einer Vorschau uns ansehen? Und das ist noch nicht geplant. Also wenn ihr jetzt wirklich traurigen Charakter sehen wollt oder einen lachenden, weinenden, jubelnden, schreienden, bösen Charakter, das geht noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, es ist noch nicht geplant, aber zurzeit auf jeden Fall noch nicht möglich. Was sie uns aber sagen konnten, auf jeden Fall wird der Charakter sehr, sehr viele Emotionen zeigen können. Es wird auch viele lustige Animationen von dem Charakter geben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was es da alles gibt, wie der Charakter sich ja zeigen wird, ob das dann irgendwelche Auswirkungen hat, wie wir uns entscheiden, ob das jetzt wirklich nur ein Squadron 42 sein wird oder auch im PU und wie dann diese, naja, Emotionen ausgelöst werden, das sagen sie nicht. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen wollen. Wir werden sehen.
Weiter wurde gefragt, wie sich denn unser Haar und auch unser Bart, ja, es wird Bärte geben, ich glaube, ihr habt das schon gehört, viele werden das feiern, dass es die Bärte gibt. Ja, und diese Animationen werden sich wirklich physisch richtig verhalten, so wie sie das angekündigt haben, also es wird wirklich echt aussehen, wenn ihr längeres Haar habt und der Wind weht oder Bärte, die etwas länger sind, es wird auf jeden Fall realistisch aussehen, das ist die Meinung von den Entwicklern gewesen. Und bei dem, was ich bis jetzt schon gesehen habe, pflichte ich dem Ganzen bei, also das wird bestimmt eine geile Sache, wenn wir das alles bekommen. Ey Leute, das ist eine Animation in einem Online-Spiel, das hat man ja noch nie, dass das so ausgesehen hat. Das wird bestimmt eine geile Geschichte. Ja, weiterhin wurde gefragt von der Community, wie lang werden denn die längsten Haare im Spiel sein? Und die Antwort war jetzt, ja, schulterlang, ne? Dementsprechend ist es mit den Hardcore-Metal-Fans unter uns Star Citizens nicht so, dass ihr wirklich headbangen könnt, vielleicht mit Schultern Haaren, so ein bisschen. Aber das ist der aktuelle Stand, schulterlang. Ich denke mal, in Zukunft wird es dann auch längere Versionen geben. Geben wir dem Ganzen mal ein bisschen Zeit. Es ist ja ganz neu ins Spiel gekommen, ihr wisst, das sage ich immer. Kommt was neu ins Spiel, ist es die, naja, Alpha-Version davon und dann wird peu à peu weiterentwickelt. Dementsprechend werdet ihr auch bestimmt schön lange Haare irgendwann haben. Nur dem Ganzen müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben. Die nächste Frage hat sich auf die Kopfbedeckung bezogen und wie sich denn dann die Haare verhalten werden. Und hier ist es dann so, wenn ihr wirklich Kopfbedeckungen tragen werdet, also in dem Fall Mützen, gehe ich mal von aus, weil bei Helmen sieht man die Haare ja sowieso nicht. Ich denke, wir reden hier von Cappies und so weiter. Dann werden die Haare darunter versteckt, zumindest ein Teil davon, und es wird so angepasst, dass es realistisch aussieht. Und auch der realistische Teil, der dann zu sehen ist, wird sich physisch so verhalten, wie es in Wirklichkeit so sein sollte. Finde ich auch ziemlich cool. Ich denke, wenn ihr lange Haare habt und ihr habt zum Zopf gebunden oder ihr guckt schulterlang da durch und ihr habt eine Basecap aus, das muss sich ja auch irgendwie physisch bewegen. Und ja, ich bin gespannt darauf, wie es einfach aussehen wird. Ja, und als wir bei dem Haaren waren, hat natürlich Jared auch wieder ein Späßchen gemacht. Er hätte gern die Haare von Ace Ventura dabei. Also wer die Filme von Ace Ventura kennt, ich würde es feiern, wenn die natürlich dabei wären. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich mir diese Frisur auf den Kopf machen würde. Aber ich fände es ziemlich cool, wenn einige Spieler durchs Verse laufen würden, die Frisur von Ace Ventura haben. Also auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ob das Ganze jetzt natürlich umgesetzt wird, bleibt in den Sternen, das ist nicht geplant. Aber ja, votet ein bisschen dafür, die Community, die Stimme der Community ist immer sehr groß, dementsprechend wenn alle sagen, hey, wir wollen eine Ace Ventura Frisur, dann werden wir die bekommen. Weiterhin wurde gefragt, wie groß wird denn die Körpergröße sein, die wir in Star Citizen einstellen können? Und sie sagen, dass es beschränkt ist, also ihr könnt jetzt nicht den unendlich großen Charakter erstellen. Da es da einige Vorgaben gibt, an die sie sich halten müssen, allein schon was die Rüstung und die Passform der Klamotten betrifft, die ihr in Star Citizen tragen werdet. Natürlich werdet ihr die Größe an sich verändern können, aber wie gesagt, wird das nicht ins Unendliche gehen, dass ihr euch hier einen 3-Meter-Charakter erstellen könnt. Ich denke mal, dass die Maße da so zwischen 1,80 und 2 Metern bleiben werden und bei der kleinsten Körpergröße vielleicht so von 1,50 bis 1,60, 1,70. So roundabout dieser Maße, das ist so, denke ich mal, ganz sinnig. Dann könnt ihr da schön was erstellen. Sie erklären uns natürlich auch im Anschluss, warum wir nicht wirklich jede Körpergröße, die uns vorschwebt, verwenden können. Zum Beispiel, was über die 2 Meter dann geht oder weiter runter geht, also wirklich kleiner als eine gewisse Zahl. Sie nennen jetzt keine Zahlen. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nur von mir geschätzt. Aber es ist so, wenn der Arm wirklich zu kurz ist und die Animation von einem Becher, den ihr trinkt, benutzt werden würde, wäre die Trickanimation nicht passend zum Kopf und das Ganze würde dann wahrscheinlich ja, laut Spiel in die Nase gekippt werden. Also es würde einfach nicht mehr passen. Dementsprechend kriegt ihr da ein Limit, in dem ihr arbeiten könnt und ich denke, da ist jeder mit zufrieden. Und seien wir mal ehrlich, wenn ich einen Charakter erstellen konnte und ich konnte die Größe verändern und ich wollte einen richtig großen, dann habe ich einen Regler auf richtig groß gestellt und war damit zufrieden. Dementsprechend wird das in dem Spiel ganz genauso sein. Ihr wollt einen großen Charakter, macht ihr das. Ihr wollt einen kleinen Charakter, macht ihr das. Dann wird man den Unterschied auf jeden Fall im Spiel sehen. Und die Animationen passen dann am Ende auch zu dem, was ihr im Spiel machen könnt. Ja, auf diese Antwort hin wurde vom Chat gefragt, was wäre denn, wenn sich das ganze Verse für eine einzige Größe entscheiden würde. Dementsprechend wäre das ja ein bisschen, naja, optisch nicht so schön, wenn alle gleich groß sind. Auf jeden Fall habt ihr die Option. Sie wollen versuchen, dass jeder seine eigene Größe herstellt und im Endeffekt weiß ja nie genau jeder, welcher von euch Spielern welche Größe benutzen wird. Aber ihr habt die Option und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass alle Charaktere weitgehend unterschiedlich groß sein werden. Jetzt haben einige Leute aus der Community gefragt, wie wäre es denn, wenn wir wirklich unseren Charakter so verändern können, dass wir ihn wirklich ganz dünn und klein machen, um die Hitbox zu verkleinern.
in Bezug jetzt auf Feuergefechte. Und hier ist es natürlich so, wenn ihr einen kleineren Charakter habt, habt ihr auch eine kleinere Hitbox, aber die Hitbox wird sich nicht so hingehend verändern, wenn ihr einen wirklich kleinen und dünnen Charakter macht, dass ihr überhaupt nicht mehr zu treffen seid. Die Hitbox an sich ist da, natürlich verändert sie sich von der Form und Größe eures Charakters, aber nicht so explizit, dass es im Feuergefecht wirklich entscheidend wäre. Ich sag mal so, ist der Typ kleiner, zielt halt ein bisschen weiter runter, ist er ein bisschen dünner, müsst ihr ein bisschen genauer zielen, aber ihr werdet auf jeden Fall treffen. Ja, und dann wurde über die Augenfarbe gesprochen und ob es auch unrealistische oder wenige realistische Augenfarben ins Spiel schaffen werden. Und da kann ich euch beruhigen, wer von euch lila, gelbe oder, keine Ahnung, weiße Augen haben möchte, es wird Farben geben, die nicht realistisch sind. Wobei das jetzt für mich gar nichts wäre, ich versuche dann wirklich schon ein bisschen realistisch zu sein, aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja, und ganz zum Schluss haben sie noch über Gesichtsmasken gesprochen oder es wurde gefragt, wie es denn mit Gesichtsmasken aussieht oder ob diese den Weg ins Spiel finden könnten. Ja, und sie sagen jetzt hier, muss ich euch ernüchtern, nein, es wird keine Gesichtsmasken geben, zumindest ist das noch nicht geplant. Aber es ist ja wie bei allen Entwicklungen in Star Citizen, wenn die Community danach schreit, ihr wollt Gesichtsmasken haben, ich denke mal, dann werden wir die auch ins Spiel bekommen. Ja, ihr Lieben, das war die Zusammenfassung vom letzten Star Citizen Live. Wie gesagt, es gab schon einige Infos über den neuen Character Customizer, der ins Spiel kommt. Vielleicht habt ihr jetzt ein paar neue Infos erlangt, die ihr vorher noch nicht gewusst habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, auch die Fragen der Community dazu zu hören, obwohl es schon sehr, sehr viele Videos darüber gab. Jetzt fehlt nur noch das Ding im Spiel und dann wird es eine richtig geile Sache, euren Charakter zu erstellen. Ja, und am Anfang der Folge hatte ich ja schon davon gesprochen, dass in Manchester die neue CitizenCon oder die nächste CitizenCon sein wird. Das Hitco hat mich gefragt, ob ich mit dabei bin und das Witzige ist, genau an dem Wochenende habe ich Geburtstag und ich spiele wirklich mit dem Gedanken, zusammen mit Hitco nach England zu fliegen auf die CitizenCon. Nur habe ich privat, beruflich und umzugstechnisch dieses Jahr noch einiges um die Ohren. Dementsprechend kann ich es noch nicht wirklich zusagen, aber ich versuche mein Bestes, auf jeden Fall mit dabei zu sein. Ja, und weiterhin wollte ich mich bei euch bedanken für die geilen Kommentare, die ihr uns immer unter Diverse News schreibt und das tolle Feedback, was von euch kommt. Und mit den Worten will ich mich auch für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch so gefallen, wie es mir gefallen hat. Und wenn dem so ist, natürlich nächste Folge wieder Star Citizen Live hier in New Babbage für euch am Mikro. Bin ich fein am Übersetzen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche im Börs. Bleibt mir auf jeden Fall schön gesund. Genießt das geile Wetter. Und bis dahin gebe ich zurück zur Citco und die Marco. Wir hören uns. Bis bald. Und da sind wir beim Inside Star Citizen von dieser Woche mit dem Titel Vision Revision. Und hier ging es um das neue HUD, das neue UI, die neue Benutzeroberfläche unserer neuen Linsen und Visiere, die Loot Screens, die wir ab der 3.23 bekommen. Und es gibt auch neue Shopping UIs. Und diese werden wir uns hier nun anschauen. Los geht es zunächst mit den neuen Lens and Visor UIs, also die Linsen- und Visier-Head-Up-Displays, die wir nun mit der 3.23 bekommen werden. Zunächst wurde uns hier der Unterschied zwischen Lens und Visor erklärt. Die Lens, wie der Name schon sagt, ist die Linse. Das ist das, was wir sehen, wenn wir keinen Helm aufhaben, denn in Star Citizen ist es so, dass wir so eine Art Kontaktlinsen in unseren Augen haben und dann bestimmte Dinge wie unseren Status, also haben wir Hunger, haben wir Durst, wie geht es uns, sind wir vergiftet, sind wir radioaktiv verstrahlt. All solche Sachen werden uns dann unten links eingeblendet. Oben links haben wir dann eine Minimap. Dann werden uns auf der rechten oberen und mittleren Seite ein paar Informationen eingeblendet, wie zum Beispiel, was sind aktuell für Missionen am Start, welche Missionen kommen rein, welche sind aktiv, allgemeine Informationen, werden wir angefunkt und so weiter und so fort. Also alles das, was momentan oben mittig erscheint, ist nun besser in das Head-Up-Display eingebettet. Unten rechts haben wir dann Informationen über unsere Waffen. Welche Waffe haben wir, wie sieht es mit der Munition aus und so weiter und so fort. Und links und rechts sowie oben gibt es dann noch eine Kompassanzeige. Das Ganze werden wir uns dann aber noch selbstverständlich ganz, ganz, ganz genau angucken und so unter die Lupe nehmen, wenn da die 3.23 in die erste Welle kommt. Selbstverständlich. Nun fragt man sich natürlich, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Lens und Visor? Ja, der Visor ist dann das, was ihr seht, wenn ihr den Helm aufsetzt. Dann ist das Ganze noch ein bisschen erweitert. Es sieht ein bisschen anders aus und mit der 3.23 kommt der erste Special Visor mit den Kampfhelmen ins Spiel, der uns dann das dynamische Crosshair mitliefert. Also dieses kleine Kreuz in der Mitte, wo wir dann zielen können, obwohl wir jetzt nicht in den Scope gehen mit der Waffe.
Hier gibt es noch nicht wirklich große Unterscheidungen zwischen Lens und Visor, abgesehen davon, dass es halt ein bisschen anders aussieht, sodass wir auch erkennen können, haben wir jetzt gerade einen Helm auf oder nicht, ohne jetzt in die Außenansicht zu gehen. Das ist halt auch ganz wichtig, ist momentan ja auch schon so. Sind diese beiden Head-Up-Displays relativ identisch und später mit den verschiedenen Arten der Helme werden dann noch differenzierte Visor-Head-Up-Displays ins Spiel kommen. Wie gesagt, mit der 3.23 zunächst erst nur das dynamische Crosshair für die Kampfhelme. Das ganze neue HUD für die Lens und Visors ist dynamisch, das heißt, es wird auch unterschieden, was ist gerade wichtig, was wird eingeblendet, was wird ausgeblendet und auch das soll uns ein bisschen mehr Übersicht und Ruhe in das ganze Gameplay bringen. Was ich hoffe, ist, dass man das ganze Head-Up-Display auch komplett ausschalten kann, mit oder ohne Helm, sodass man auch mal einfach eine komplett freie Sicht hat und mal ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Zum Beispiel ohne halt in die Außenkamera zu gehen, das würde ich mir wünschen und ich hoffe, da haben die Entwickler von Cloud Imperium Games dran gedacht. Hier werden in Zukunft natürlich noch weitere Entwicklungen passieren. Jeder Hersteller, jede Marke wird dann wahrscheinlich nochmal einen Unterschied im Visor haben. Also jeder Helm wird anders aussehen und es wird weitere spezialisierte Helme geben, neben den Kampfhelmen. Auch diese werden wahrscheinlich noch weiter ausgebaut. Freunde, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial drinne. Kommen wir nun zu den neuen Loot Screens, also die Benutzeroberfläche, die wir bekommen, wenn wir an eine Leiche rangehen, um diese dann zu looten. Wir müssen nicht wie bisher mit F gedrückt auf den Loot-Button klicken, dann geht das Inventarmenü auf und wir können fröhlich looten. Nein, wir haben eine komplett neue Benutzeroberfläche, die erstens viel geiler aussieht und zweitens uns auch extrem viel Zeit spart. Denn mit der 3.23 gehen wir auf einen toten Körper zu, sehen dann ein F, drücken dann F und schon geht die neue Loot-Benutzeroberfläche auf. Hier sehen wir nun oben das, was wir looten können und unten unser eigenes Inventar mit den Dingen, die wir ausgerüstet haben und je nachdem, was wir auch an Rüstungsgegenständen bei uns haben, wie viel Platz schon belegt ist und wie viel wir noch ergänzen können. Wir können hier nun auch zwischen ausgerüsteten Gegenständen und Rüstungen hin und her schalten und können diese auch einzeln verwalten. Beispielsweise haben wir die Möglichkeit, wie ja jetzt auch schon, nur halt etwas leichter, die komplette Rüstung des gefallenen NPCs zu übernehmen, indem wir einfach den Andershut in unser Inventar ziehen. Wir können, indem wir über unsere ausgerüstete Waffe hovern mit der Maus, sehen, was für Munition wir übernehmen können, was der Gegner hat. Das wird dann eingeblendet, das andere wird ausgegraut. Freunde, das Ganze wird viel übersichtlicher und vor allen Dingen auch viel schneller gehen, hier einen gefallenen NPC-Spieler oder auch einfach eine Box zu looten. Das alte Inventarsystem wird uns erhalten bleiben. Dies ist dann dafür da, wenn wir mal ein bisschen mehr Ruhe haben, da ganz entspannt unsere Sachen hin und her zu ziehen und zu ordnen. Und selbstverständlich werden wir uns auch diesem Thema mit Wave 1 der 3.23 annehmen und wir werden uns das gemeinsam komplett ganz in Ruhe anschauen. Kommen wir zum letzten großen Punkt dieses Inside Star Citizens und zwar der neuen Einkaufsbenutzeroberfläche, wenn wir dann in Shops unterwegs sind. Aktuell in der Star Citizen Alpha ist es so, wenn wir einkaufen möchten oder einen Gegenstand uns erwerben möchten, sei es ein Getränk oder ein Anzug, ein Helm oder wie auch immer, dann haben wir die Möglichkeit natürlich alles über die Monitore einzukaufen, aber auch die Möglichkeit, die herumliegenden und stehenden Gegenstände direkt zu kaufen. Dafür müssen wir dann momentan mit F drüber gehen, haben dann ein, zwei Möglichkeiten je nach Item und wenn wir das ausgewählt haben, geht das Mobiglas auf und dann bekommen wir die Informationen über diesen Gegenstand. Das Ganze wird uns nun durch das neue Lens und Visor Update direkt eingeblendet. Wir sehen den Namen, wir sehen, was es ist, wir können es gleich kaufen, sehen den Preis und sehen auch unsere aktuellen zur Verfügung stehenden Credits, die wir dann ausgeben können. Und das Schöne ist, wir können uns die ganzen Informationen anschauen, indem wir einfach nur auf die Gegenstände gucken. Ohne irgendwas zu klicken, kriegen wir die Informationen eingeblendet und können dann, wenn wir uns dafür entscheiden, F drücken und kommen dann in unser Mobiglas oder wir kaufen es dann halt mit B gleich weg. Ich habe mir das Ganze schon im Spiel angeschaut und muss sagen, das sieht wirklich, wirklich geil aus und auch vielversprechend und auch das werden wir uns natürlich mit Welle 1 dann nochmal ganz genau bis ins Detail reinziehen, so wie alle anderen
kommenden Features mit der 3.23. Ja, ich freue mich nach wie vor und bin mega gehypt und gebe euch hier nochmal den Hinweis, bis ganz zum Schluss dieser Verse News dran zu bleiben, um noch ein richtig cooles Sneak Peek zu sehen von einem Inhalt, der eventuell auch mit in die 3.23 kommt und auf den ich mich besonders freue, schon ziemlich lange. Kommen wir nun zur Bekanntgabe des zweiten Gewinners des Lunar New Year's 2024 Community Giveaways. Und zwar musstet ihr hier vor über einem Monat Hashtag Lunar New Year 2024 in die Kommentare schreiben. Und da hatte ich einen Gewinner gezogen, der sich aber leider nicht gemeldet hat. Und deswegen kann jetzt der Mr. D sich über eine Origin 100i mit Hund und Drachenskin, einem Star Citizen Spielepaket und einer lebenslangen Versicherung freuen. Du, mein Lieber, hast jetzt aber nicht mehr einen Monat Zeit. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen verkürzt und zwar 2 Wochen. 2 Wochen hast du jetzt Zeit, dich bei mir zu melden, entweder über Discord im Reststop oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail findest du in der Kanalinfo und wenn du dich dann gemeldet hast, dann werde ich dir dieses wunderschöne Schiffspaket giften. Also Freunde, wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall jetzt erstmal richtig, richtig schöne warme Ostern. Das Wetter soll ja bombastisch werden, ja. Geht raus. Heute Abend ist natürlich Osterfeuer noch angesagt. Richtig coole Sache. Ich freue mich drauf. Nächste Woche geht's dann weiter. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Dienstag gibt es selbstverständlich eine Folge. Aber Mittwoch gibt es dann wieder einen Livestream. Dort werden wir dann die Overdrive-Initiative zocken. Und in den regelmäßigen Folgen laufen ja gerade die Outlaw-Episoden vom Schlawiner und dem Salpeter-Piraten. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaltet mal rein und seht, was auf der kriminellen Seite von Star Citizen schon alles möglich ist. Und mit diesen Worten, viele bunte, dicke Eier und bis zum nächsten Mal. Tschüss.